Meine Jörn hat sich das auch angehört und fand es eigentlich ganz cool. Meine Jörn ist ja prinzipiell immer Auch sehr offen, ne? Ja, das interessiert für stimmt. alles irgendwie. Ich könnte mir auch noch die Haare schneiden, Alter, dann hätte ich noch mehr zu tun, ohne produktiv zu sein. Oder ich sage mal, das reicht für heute und zock jetzt einfach noch ein bisschen was. Ja, das kannst du machen. Buddy joined your channel. Hallo, fertig JJ. gestreamt. Jupp, für erstmal. Alter, ich habe so viel zu tun da. Das ist unglaublich. Ich hatte einen in meinem Chat, der hat ein bisschen mit mir gequatscht. Und der hat gemeint Cool. so, ja, mach doch deinen Chat mal auf dem Handy, das Geräusch nervt ein bisschen und die Qualität ist nicht so gut und so weiter. Also ich meine, es gibt sicher andere, die einfach sagen, Mann, ist das scheiße, aber er hat zumindest konstruktiv Bit, Kritik ja. ausgeübt. Okay. Deswegen, und ich habe ihm gesagt, ja, ich mache das dann beim nächsten Stream. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also, weil er meinte, das mit dem Handy und so, das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, das stimmt. Wobei ich jetzt auch für meinen Thunderbird habe ich eingerichtet, dass er halt auch einen Ton macht. Nicht Mail kriege. Macht er doch standardmäßig. Nee, standardmäßig macht er nach so ein Pop-up. Ja, und einen Ton. Also bei mir jedenfalls. Ja, bei mir kriege ich auch Nee, das einen macht er nicht ich standardmäßig. Ich habe einen Ton gemacht. Also ich habe es eingestellt okay. und ich habe einen Ton gekriegt gerade. Ich ja. habe Thunderbird angemacht und dann Pium. Ich muss gerade überlegen, also okay. Sascha und Rich, ich rede ja offensichtlich gerade über die Windows-Version, aber ich habe iStuff ja auch auf meinem Laptop. Und ich glaube, ja. das macht auch einen Ton, wenn ich da eine Nachricht kriege. Ich bin mir relativ sicher nicht. Also zumindest war es bei mir nicht voreingestellt. Okay. Aber das könnte auch sein, weil meine Konfiguration natürlich schon uralt ist. Das ist halt erst seit Möglich, dass das neuerem. Später als Standard kam. Ja. Weil meine Konfiguration kopiere ich ja einfach immer rüber. Weil das halt so macht. Das halt. Oh ja. Jawohl. Nur weil ich es hatte mich erstmal komplett aus dem Konzept gebracht, als mein Handy vibriert hat, weil jemand den Tweet, den Twitch geschickt hat, dass ich jetzt streame, favorisiert hat. Ja, also ich meine, mein Handy hat auch sich gemeldet, als Maria meinen Twitch-Stream retweetet hat. Ja. Bei mir ist das nur seltsam, weil es halt als Kamera fungierte. Aber vibriert die Kamera. Ja, genau, so das Facecam, so brrr, Erdbeben. Genau. Sehr gut. Comic-Effekt im Stream. Ja. Ja, ich habe übrigens den falschen Computer angegriffen die ganze Zeit. Ich muss den grünen angreifen. Okay. Aber der grüne ist auch einfacher, der hat scheinbar überhaupt. Also der. Zwar auch irgendwie Münzen gemacht, aber an seiner Front hat er echt gar nichts. Also der hat nur gefreit. Irgendwie. Okay. Deswegen, also ich halte jetzt die Front bei dem Roten. Ich habe ihm noch sein Hauptgebäude zerstört. Also der ist jetzt okay. richtig böse. Also der hat sehr viel verloren. Ja. Aber da bin ich jetzt halt nicht mehr so aggressiv. Da mache ich jetzt... Ich habe ein bisschen was eingenommen bei ihm. Und habe jetzt genug Platz, um Katapult aufzustellen. Und da mache ich jetzt erstmal nicht weiter, glaube ich. Ja, ja, okay. Aber ja. Das ist irgendwie seltsam, wenn ich, also als ich heute ja, Mittag gestreamt habe, waren zeitweise 9 Leute drauf. Aber jetzt so abends überhaupt niemand. Okay. Komisch, ne? Ja, vor allem, weil gerade abends die meisten Leute KSP, also generell was gucken wahrscheinlich. Ja, halt auch gucken, ich meine, das ist halt die Zahlen, die da rumstehen. Ja, ansonsten hätte ich jetzt gedacht, vielleicht Wochenende, wo man dann abends vielleicht doch weggeht oder so. Aber heute ist schon so. Kann gut sein. Weiß ich nicht.
Naja. Ah, vorhin, als die neuen Leute da waren, war auch gerade Muni drin, ne? Ja, Muni ist auch bei mir kurz reingekommen. Ah, okay. Ja. Und, hatte mich dann über Steam Date angeschrieben, ey, wo hast denn die Greenscreen her? Und niemand weiß, dass er rot ist. Ja. Ja, das kann man auch nicht sehen. So, okay. Ja, weil halt rechts und links unten ist halt nicht genug beleuchtet, dass dann auf das es das nicht erkennt. Das sieht okay. Halt rot. Na gut. Und weil ich das halt nicht rauskriegen kann, weil er sonst mein Gesicht rausnimmt. Das so bleiben. Ja. Uiuiuiui. Ich greif hier mal an. So viele. Egal, oder? Doch, eigentlich. Ich habe hier noch eine Front. Zum Roten. Und hier sind so viele Soldaten von mir. Da könnte ich eigentlich mal angreifen. Damit das mal alles hier verbraucht wird. Weil ich brauche eigentlich die Soldaten jetzt bei dem Grünen. Es passiert einfach nicht genug. So, ja. Ja, dann einfach mal kaputt machen. Soll ich sagen. Einfach mal kaputt machen? Einfach mal kaputt. Einfach mal so zerstören. Genau. Zerstöre ich den einfach mal. Leb mal deine destruktiven. Gedöns. Ja, ist es. Sachen. Sachen, genau. Ich sag Gedöns, er sagt Sachen. Sehr gut. Fantasien, genau, das wollte ich sagen. Soll mich ausleben. Einfach mal Fantasien ausleben, genau. Ich hab echt Probleme mit Warenstaus hier. Cool. Achso, das ist sogar hier. Weil ich mich vorhin erstmal gefragt habe, warum du da eigentlich überhaupt Kohle baust, wenn da eine wunderbar heiße Energiequelle die ganze Zeit rum. Nicht wahr? Ist leider nicht Minecraft. Ja. Eigentlich könnte genau. Ne, der Brunnen mit seinem Holzeimer einfach wollte, mal. Genau. Ja, stimmt. Einfach. Ja, deswegen, also es ist halt unglaublich undynamisch, dieses Spiel. Und die Leute, die du steuerst. Ja. Ach ja, ich greife hier irgendwo an, deswegen. Musik. Oh, ich habe unsichtbare Gegner. Ah ja, ja, das. Auch. Wobei ich das eigentlich vorher immer zu dem Netzwerk zugeschrieben hatte. Und das ist auch so passiert. Ja, das Spiel ist. Das ist halt ein ganz kleiner Bug oder so, keine Ahnung. Das ist auch nicht so schlimm. Ja. Manchmal passiert das, aber wirklich selten. Tja, der Wachturm ist jetzt kaputt. Und tatsächlich zwei Generäle draufgegangen bei dem Kampf. Hey. Na, der Rot hat ziemlich gute Soldaten. Ja. Ich bin gerade auf Imager unterwegs und mir ist gerade wieder aufgefallen, dass ich hier versumpfen werde. Und außerdem habe ich ein Bild gefunden, was very applicable ist. Quasi. Das hier, sowas habe ich nämlich auch. Anwendbar. Also anwendbar, ja. Ja, ja.
Was? Achso. The chair. I really thought quicksand was going to be a bigger issue. Das ist cool. Sharknado. I don't suck farts. Ich kann. Eat their ass. Ah, gut. Wunderschön. Hat mir gefallen. So, irgendwie brauche ich immer. Cool hier. Fast and the Furious Franchise. Das ist gut. Harry and the Potter. What's my force land play to land? Ich glaube, ich sollte das lassen. Habe ich nicht mehr viele Steine. So ein Crap, ey. Schnell aus. Schnell aus. Ist gefährlich. Oh Mann. Nein, ich verschelte.